In der Bibel werden wir aufgefordert, nüchtern zu sein. Nüchtern. Das kommt mehrfach in der Bibel vor im Neuen Testament. Wir sollen nüchtern sein. Nun, was heißt das eigentlich? Na eben, nicht betrunken, nicht angetrunken, sondern bei klarem Verstand, sehr bewusst, nicht vernebelt, auch nicht manipuliert oder beeinflusst, sondern einfach klar fokussiert. In einigen christlichen Kreisen wird das Wort anders interpretiert. Da ist nüchtern alles, was keine Emotionen hat, was steif ist, was ernst ist, das ist nüchtern. Je steifer etwas ist, desto geistlicher scheint es zu sein. Und alles, was Freude ist, Begeisterung, heiter, freudig und so weiter, das wird als unnüchtern angesehen. Ich glaube nicht, dass es darum geht. Ich glaube, dass das der völlig falsche Ansatz ist. Ich glaube, nüchtern zu sein im biblischen Sinne ist es wirklich, fokussiert zu sein auf das, was Gott sagt. Fokussiert zu sein auf das Reich Gottes, auf das Wort, auf die Aussagen der Bibel, auf das, was er uns verheißt. Auf den Herrn zu schauen, das ist nüchtern. Und eben nicht auf die Dinge der Welt, auch die Dinge, die uns vielleicht bedrängen oder die Dinge, die so dramatisch wichtig zu sein scheinen. Ich glaube, wenn wir auf den Herrn schauen, dann sind wir nüchtern. Und je mehr wir in die Welt schauen, desto unnüchterner werden wir. Für mich persönlich ist es beispielsweise so, dass ich glaube, dass Menschen, die ständig sich mit Nachrichten berieseln lassen, die definitiv sehr viel manipuliert sind, dass die nicht wirklich nüchtern sind. Dass sie nicht wirklich nüchtern die Dinge beurteilen können. Nüchtern bist du dann, wenn du so denkst, wie Gott denkt. Und je mehr du denkst, wie die Welt denkt, desto unnüchterner wirst du aus der Sichtweise Gottes heraus. Stimmt's? Interessanterweise finden wir bei Paulus da eine ganz eigentümliche Aussage im Epheserbrief. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist. Berauscht euch nicht. Also bleibt nüchtern. Nicht berauschen lassen, nicht vernebeln lassen, nicht verwirren lassen, sondern werdet voller Geist. Um nüchtern zu bleiben, sagt er, werdet voller Geist. Je mehr ihr mit dem Heiligen Geist gefüllt seid, je mehr ihr im Geist lebt, desto nüchterner seid ihr. Warum? Weil ihr so denkt, wie Gott denkt. Weil ihr im System, im Reich des Herrn lebt. Je mehr ihr vom Heiligen Geist durchdrungen seid, desto nüchterner seid ihr, desto klarer und fokussierter seid ihr. Und das ist die Wahrheit. Das hat zunächst einmal überhaupt nichts mit irgendwelchen Emotionen zu tun. Und wenn man im Heiligen Geist vorwärts geht, kann das extrem freudig, extrem begeisternd sein, mit viel Jubel. Und gleichzeitig bist du völlig nüchtern, weil du eben so denkst, wie Gott denkt. Und so fährt Paulus hier auch weiter fort. Werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. Erhebt den Herrn, lobt ihn, preist ihn, untereinander auch und eurem Herzen. Fokussiert euch auf ihn, schaut auf ihn, richtet euren Blick auf ihn, dann seid ihr nüchtern. Ich finde das eine sehr interessante Sichtweise. Und in dem Sinne, überprüfe mal, wo du vielleicht nüchterner werden musst in deinem persönlichen Leben mit dem Herrn, indem du einfach Reich Gottes konformer denkst und dich von den Dingen der Welt nicht mehr so sehr beeinflussen lässt. Was auch beispielsweise Sorgen oder Ängste, Befürchtungen sind, die die Welt dir aufhalsen will. Wir sollen so denken, wie Gott denkt. Das ist wahrhaft nüchtern. Gott hat mehr für dich.